殺す。おじけづくか。フォー。Das könnte, eine üble Herausforderung werden mit dem Bein. Nicht, weil die nicht spielen können oder sowas, aber ich weiß nicht, ob die wirklich geartechnisch optimal für sind. Wobei es ist hart. Also ist nur nicht Nightmare. Ich habe gestern mal Nightmare ausprobiert und Nightmare, alter Schwede. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wobei, ist interessant. Ich habe letztens jetzt mal und hierzu sollte man erwähnen, ich habe gar keine Hintergrundinformationen zu Würmental, ne? Nichtsdestotrotz habe ich jetzt letztens mal Würmental halt auch ganz normal gespielt. Und da hatten wir einen Imperial Soldier dabei, also wie hier unseren Karl Franz, nee, nicht Karl Franz, aber wie unseren imperialen Soldaten. Und der hatte ungeheuer gute Ausrüstung, gut, der war Level 177 oder so. Was ich schon irgendwo so ein bisschen crazy finde, aber hey, warum nicht? Auf jeden Fall war der, oder erschien mir, lebenstechnisch weitaus tougher zu sein, so als jetzt andere. Ja? So als ob er einen viel größeren Life-Pool gehabt hätte als der Rest von uns. Jetzt stellt sich zumindest mir halt die Frage, liegt das daran, dass er halt vom Level höher ist? Oder war? Oder lag das an seiner Ausrüstung? Jetzt joint der Typ, der eben gerade raus ist. Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Also die Mission kann schon ein bisschen tricky sein. Ne? Am Ende muss man, besonders halt am Ende, wenn man die 5 Säcke heimbringen muss oder sowas, oder soll, da kann es schon ganz schön tricky sein. Da muss man oder sollte man gut Hand in Hand arbeiten. Wenn man das nicht tut, dann findet man ganz schnell sein Ende da. Man wird einfach überrannt zahlenmäßig, ja, weil da sind dann auf einmal so viele Ratten da und es kommen ja kontinuierlich neue dazu. Das ist dann einfach nur noch eine Frage von Zeit, bis man dann aufgeht, so. Ja, natürlich. Und mich erwischt der Assassin aus dem Nichts. Und schon wieder?
Ja. Eben Assassins scheinen mich ja sehr gern zu haben. Weggehackt. Alter Schwede. Thank you.
Let the pack close in. Whoa. Oh shit! Alter Schwede! Dieses Stück Ratte.
Oh! Keine Bomben mehr, keine Bomben. Okay, jetzt kommt's doch an. Schnell, zügig, effektiv. Move, move, alles. Ah, dreckige Gasratte, Alter. Oh, haben wir noch was viel Schlimmeres? Nein, nein, das ist an sich. Das ist ja nichts Schlimmeres, sondern es ist dasselbe. Wir sind so zerwürfelt, das gefällt mir gar nicht. Problematisch. Oh. Alter! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier rein. Nice! Nice, nice, nice! Roll! Na, was haben wir denn? 2, 3, 3, 4, okay.
Nichts Besonderes. Ein Ding habe ich das schon. War doch ganz, ganz nice. Ich verlasse mal die Part hier. Hart nur noch eines. Nee, zwei Missionen fehlen auf Hart. Mal The White Rat. Und Well Watch. Bei The White Rat ist, glaube ich, gar nicht so schwer auf Hart. Ich glaube, da, weil da kann man recht schnell durch sein. So, ne? Man muss da nicht irgendwie, keine Ahnung, muss sich da jetzt nicht die Kante mit dem Gegner geben, sondern man kann da wirklich durchrushen. Zumindest habe ich das schon mal gesehen. Ob das für mich funktioniert, ist natürlich eine ganz andere Sache, aber ich habe schon mal gesehen, dass Leute dann einfach sozusagen durchrushen. Einfach nur diese Objectives kurz machen und dann wechseln. Well Watch und The White Rat auch hart. Schauen wir doch mal in die Lobby. Wellwatch und The White Rat. Black Powder, nein. Horn of Magnus, nein. Enemy Below, nein. Sieht nicht danach aus. Gehen wir mal auf Nightmare. United States könnte ich Horn of Magnus spielen. Auf Nightmare. Hören wir doch mal. So, na dann lassen wir uns mal überraschen, was hier geht. Versuchen wir nicht den größten Müll zusammenzuspielen. Level 326. Lol.
Tiaga Laga. There's number two. Oh, nice. Let's try to get down to the stables. Get down, buddy. I don't want to kill him. Nice. I read there's a theory if you kill the Storm Patrol, you get less Storm Vermin in finales. Aim above it. Mm-hmm.
Alter, der killt ja alles, der Typ. Someone cover the gate. I'll do it. Lauf. Hey, gutter runner killed himself. There it is. Get ready to bomb his ass when I drink my potion. Jesus Christ. What's so... Did you do me the honor of shooting me, somebody, and getting me up? No, never mind. That guy healed me. Oh, I missed. Oh, ammo. I want that ammo. Thanks, buddy. May as well top off Optimus, we're not coming back here.
Oh. Lots of health here. Tome room. I'll take the tome since Optimus has health share. You wanna come share this medkit with everyone? The elf's getting hoarded up there. Elf doesn't want health share, just to share it. Oh, you already did. Alter! Okay. You hang on to the tome, the elf. Even though the blocking capabilities are nice.
Okay, mit den Bomben muss ich allerdings vorsichtig sein, denn die tun die ja auf Nightmare und das ist mir jetzt erst klar geworden, den ich vorhin ja festgestellt habe, dass ich mich angezündet habe, als ich die zu nahe geworfen habe, die Brandbombe. Die tun die ja Schaden und zwar an alle, was sie treffen. Oh fuck, you probably wanted that, didn't you? Here's one over here, Optimus. Too bad you can't try to dupe this potion, Oak. Wait, okay. I left my I'm sorry, man. Yeah, but you should have the potion or the health. Also, das Beste vom Besten wäre jetzt ein Haufen von Ratten in Reichweite und dann Stärke-Potion durchziehen. He's weak. Get it, get it, get it! Oh shit, nein! Ich bin der Meinung, das war jetzt eben gerade Stärke-Potion. Und weg. Ja.
Nice! Allerdings, der Level 300 Imperial Soldier, der hat richtig reingehauen. Der Typ war hier epic, aber richtig epic. Das ist jetzt das Maximum, was man rausholen kann. So. Jetzt ist es halt nur eine Frage von Würfelglück. So. Mehr kann ich nicht tun. So. Ich könnte jetzt immer noch eine 1 würfeln, so yay! Oder 0. Aber ich habe sogar ganz gut gewürfelt. Wow! Wow! Das ist, glaube ich, für meinen Hexenjäger ist das, glaube ich. Oder? Was hat das Ganze denn? When hitting an enemy with animal, there is a 1-2 blood chance to recover 5 health. When hitting an enemy, there is a player replenish stamina. Okay, attacking enemy from the rear will deal extra damage. Okay. Nicht schlecht. Ist nicht meine Traumwaffe so? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber im Großen und Ganzen brauche ich die hier. Die Axt ist schon nicht schlecht, also ich denke mal, die wird jetzt auch schon ganz gut reinhauen, damage-technisch. Was denn? 3,5 Defense? Was? Ja, ich verlasse jetzt mal die Party. Es war auf jeden Fall nice. Nice, nice, nice. Ja, ich werde mal jetzt ein bisschen Investigation betreiben. Von wegen wieso, weshalb, warum, was sich hier denn so in Waffen mich sozusagen wieder auf den neuesten Stand in Warhammer, The End Times, Vermintide. Ja. Bring mich da mal wieder auf den neuesten Stand. Dann sehen wir uns später wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Sag euch bis zum nächsten Mal. Hier ist Bagamo. Korus.